Willkommen zurück bei Part 69. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Video angeguckt, wie ich den Typen besiege. Und ja, ich hole mir jetzt eine Barbarenrüstung. Ich werde mir jetzt erstmal das Masterschwert holen. Ich werde das hinkriegen. Ich habe es jetzt zweimal in die zweite Phase geschafft. Ja, wenn dann diese Metallstäbe kommen, muss ich die dem nur vor den Kopf halten. Ja, vors Gesicht halten, also nicht den damit treffen. Dann geht er dagegen und dann reflektiert irgendwie der Blitz gegen ihn und dann fällt er runter. Dann kann ich den wieder angreifen. Also ja, war gar nicht so schlecht der letzte Versuch, glaube ich. Aber ich komme jetzt erstmal nicht weiter. So, hier sind die verlorenen Wälder. Da gehe ich jetzt hin. Vom Turm der Wächter aus. Ich hole mir jetzt das Masterschwert. Wenn ich wieder Geld habe, kaufe ich mir die Barbarenrüstung. Und so ist es dann. Ziemlich schade. Also Windtitan. Mein Ranking am leichtesten. Wassertitan, obwohl ich nicht wusste, was ich gemacht habe. Windtitan war gut. Feuer war so lala. Ging aber auch. Aber Donnertitan. Ist mein Nemesis, weiß ich nicht, will ich nicht. Mag ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt nehmen wir ganz ehrlich. Wir laufen. Jetzt mit diesem Scheiß rum, weil das kann ich eh nicht im Kampf benutzen. So. Bogen. Nehmen wir ganz normal den Ritterbogen. Klamotten. Nehmen wir den Winterwams, also den Kälteschutz. Nehme ich noch den Kälteschutz dazu, dann habe ich doppelt Kälteschutz. Was ist das hier? Hylia-Gewand und das ist Winterwams, ja. Okay, die verlorenen Wälder sind in diese Richtung. So, hier sieht man das schon. Einfach hier so in den Wald, dann geht da auf eine Straße hin. Und jetzt suche ich das Masterschwert. Ich glaube, das war jetzt der dritte ernsthafte, mehrmalige Versuch, den Donnertitan zu stürzen. Hat wunderbar nicht funktioniert. Ich weiß, es ist Freitag, aber ich bin müde. Ich verstehe nicht, warum. Also, ich verstehe schon, warum ich müde bin. Aber ich will nicht müde sein. Geil. So, einfach mal sein Schwert geklaut. Was ist denn jetzt los? Mhm. Bei Ocarina of Time gab es die auch. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Gut, danke. Ist es jetzt hier kalt oder warm? Ich glaube, das ändert sich auch ständig. Ach, das ist, wenn ich an eine Fackel komme. Ah ja, das ist echt Midos Sumpf, Salias See. Komm, wir halten uns jetzt links. Wir gehen jetzt erstmal zu Salias See. Oder bin ich jetzt wieder raus? Boah, das ist genauso scheiße wie Ocarina of Time. Aber da war wenigstens immer so Musik. Oder ich folge dem Fackelweg. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das mache ich.
Habe ich jetzt so lange gewartet? Ach du Scheiße. Okay, man darf nicht in den Nebel. Ich hab's verstanden. Okay, cool finde ich, dass man da... ...dann irgendwann das Masterschwert findet. Ja, okay, das ist falsch. Das heißt, da muss ich dann rechts lang. Ich frage mich echt, ich glaube, ich mache den Donner-Titan dann wirklich einfach viel, viel später. So, jetzt gehe ich hier. Okay, nur das. Das ist ja entspannt. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Frag mich, ob das nach irgendeiner Regelmäßigkeit kommt. So. Nein, ich dachte, ich wäre wieder am Anfang, aber war ich ja nicht. Oh. Also ich mag das Spiel. Am Anfang habe ich es ja nicht verstanden. Ich glaube, wenn man es jetzt nochmal von vorne spielt, wird das schon alles besser funktionieren. So, und jetzt bin ich der Meinung... Ich gehe jetzt rechts. Obwohl, da war ich bei dieser Insel. Muss ich dann da doch links gehen? Ich sterbe immer bei dieser Insel. Ja, okay, das war falsch. Ja, ich wollte nur wissen, ob man diesem Weg folgen muss oder nicht. Hier lang. Dann hier lang. Dann weiß ich halt gleich nicht, rechts oder links. Hier lang. Da ist doch eindeutig eine Fackel. Ich habe halt irgendwie auch Angst, zu lange zu warten. Okay. Dann bin ich hier. Ja, ich würde sagen, in die Richtung. Hi. Ich habe Donner-Titan wieder nicht geschafft. Jetzt bin ich in so verlorenen Wäldern und muss gucken, dass ich in die richtige Richtung laufe. Mhm. Was? Ah, okay. Ja, du musst die nächste Fackel finden, weil sonst bist du in so einem Nebel und man kann von vorne anfangen. Ja, das sind die beiden Fackeln, wo ich jetzt gestrandet bin. Guck mal, siehst du hier irgendwelche Fackeln? Okay, dann gehe ich einfach mal weiter hier lang. Nein! Wo muss ich ab diesen zwei Fackeln lang? Okay, danke, dass es wenigstens jetzt hier gespeichert ist.
Okay, aber muss man da irgendwas machen? Ja, muss man, oder? Hier ist eine Fackel. Okay, wenn man jetzt die Fackel mitnimmt, kann man langlaufen, wo man will. Habe ich irgendwie... Ich überlege, ob ich irgendeine Quest dafür habe. Nee, habe ich nicht. Was ist das eigentlich, dieses Fliegending? Ich mach mal Orni, Fliegen, Zelda. Breath of the Wild. Oder ich mach mal Belohnung, Link, Breath of the Wild, Orni. Okay, warte. Wir wissen, wie man dieses Ding benutzt. Da stand ja irgendwie, man kann damit nach oben fliegen. Link hochfliegen. Breath of the Wild. Oh man, das ist so bescheuert. Steuerung. Breath of the Wild. Ich kann das nicht schreiben. Nicht so schnell. Okay. Springen, klettern ist X. Boah, ich würde gerne wissen. Vielleicht gucke ich mir jetzt einmal die Erinnerung an. Revali. Mipa. Komm, ich will das nochmal wissen. Das scheint ja wichtig zu sein. Ach, das ist gar nicht die Erinnerung. Kann man die wieder loswerden?
Obwohl, der ist ja jetzt schon lieb, der Titan, ne? Der war ja schon blau. Okay. Das war jetzt irgendwie dumm, aber man muss lange X drücken. Ich weiß es jetzt wenigstens. Aber hier ist ein Schrein in der Nähe. Irgendwie sehe ich keinen Schrein. Ja, ist egal. Ich hatte was ausprobiert. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Man muss lange X drücken und fertig. Ach, Kacke. Mit der Fackel kann man nicht rennen. Was denn jetzt? Ich wollte da in den Baum gehen, da war so ein Loch. Naja, egal. Also nicht direkt in die Nebel laufen, wäre jetzt meine Theorie. So wie da. Bitte nicht. Und gibt's da denn jetzt irgendeinen Weg? Ich dachte, das funktioniert. Bin ich auf jeden Fall bei Saldias See. Mann. Vielleicht sortiere ich die Videos um, vielleicht kommt doch nicht jeden Tag ein Zelda. Langsam bin ich ein bisschen pissig auf das Spiel. Jetzt sagt meine Uhr wieder, ich muss mich bewegen. Da. Ich hoffe, das funktioniert hier, so weiter zu laufen. Bitte. Diesen Weg kann ich mir auch auf jeden Fall nicht merken. Ich habe auch das Gefühl, man muss ein bisschen intuitiv gucken, dass man nicht so weit in den Nebel läuft. So, da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist schon wieder zu weit in den Nebel. Oder ist das noch wieder ein Gebiet, wo man gut hin kann? Das ist halt hier so eine Schlucht, ne? Oha! Das Gefühl, das ist schon cool hier. Oh, ich bin im Wald der Crocs. Oh mein Gott, ist das das Masterschwert? Kann das kaputt gehen? Als ob man das einfach so ziehen kann. Als ob. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung.
Bitte. Ich muss kurz. Oh mein Gott, der Dekobaum. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekobaum. So nennt man mich vom Alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bandschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus den Socken zu ziehen, bevor du deine einzige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Oh nein. Nimm dich in Acht, mein Junge. Man kann es ja, ist ja ein Spiel, man kann es ja einmal probieren und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. So, mir fehlt ein Titan. Neuer Zielpunkt. Ja, ist doch egal. Reicht nicht. Ich könnte noch mal was essen. Kraftobst, ich weiß nicht. Wir speichern einmal. Um 8.55 Uhr essen Kraftobst und wenn das dann nicht funktioniert, gehe ich wieder weg. Und ja, vielleicht ist es total dumm, was ich gerade mache. Vielleicht kann das nicht funktionieren. Okay, es reicht nicht. Okay, laden. Ist egal, dann geht der Fortschritt halt verloren. Das heißt, das Master Schwert können wir noch nicht nehmen. Schade, schade, schade. Heißt das, ich brauche noch mehr Herzen. Also muss ich noch mehr Schreine machen. Warte! Magie des Eises.
Was sind denn Eispyromigi? Okay, Waffentasche ist voll. Ist der Dekobaum ein Schrein? Ich glaube ja irgendwie nicht. Ran. Der Held. Ja, ich stelle mich jetzt einer Prüfung. Okay, Prüfung der Crocs. Wähle ich jetzt aus. Ja, kriege ich hin. Okay, das macht dann doch wieder Spaß. Machen wir aber beim nächsten Mal. Because jetzt ist Zeit, den Part zu beenden. Beim nächsten Mal die Prüfung der Crocs.